der Schweinehund! Alter, was bist du denn für einer? Verdammt, sie haben ihn erwischt! Die Schweine haben ihn erwischt! Er hat noch sogar meine Waffe drinne. Eieieiei, da ist man schon friedlich und will nichts machen und dann sowas. Fürchterlich, fürchterlich. Ja, das waren Schießwürdige, definitiv. Das muss man mir jetzt mal erklären. Weißt du, hier kommt der Sauerstoff durch. Warum soll ich dann hier jetzt eine Maske tragen und da drinnen nicht? Ob die Luft dann so anders wäre. Ist ein unsichtbarer Fehler. Ach so, da ist ein unsichtbarer Fehler. Entschuldigung. Nicht gesehen. Mir fehlen jetzt zwei Notizen schon. Wer weiß, wo die waren. Also haben die Miststücke Sari immerhin abserviert. NASA hat irgendeine Scheiße erzählt, dass Sari eine Munitionskiste gestohlen hätte. Und der Boss schien nur auf die Neuigkeiten zu warten. Denn er befahl sofort, den Mann in den Sumpf zu jagen. Und dann sehe ich diese Kiste unter Nases Koje. Kann man jemanden Nase nennen? Offensichtlich geht die Farce ja gar nicht. Sari hat recht, wir hätten im Sommer schon abhauen sollen. Egal, ich habe mir dann Nase vorgeknöpft. Dieser Scheißkerl war zäh. Es war nicht einfach. Er hat es sogar geschafft, mich mit seiner Klinge zu stechen. Nicht allzu tief, aber ich musste die Wunde nähen. Ich mache hier also eine Verschnaufpause und gehe dann zu Sirius Versteck im Sumpf. Er hat mir den Arsch ziemlich oft gerettet und jetzt bin ich an der Reihe. Wir werden es schaffen, wenn der verdammte Seraph uns nicht frisst. Aber selbst wenn er das tut, lieber werde ich gefressen, als noch einen Tag mit diesen dreckigen Scheißkern zu verbringen. Das waren mal klare Worte. Leuchtet da gerade einer oder was? Aber mal gucken, hier ist das Scheißhaus. Toll. Am Scheißhaus findet man Musik. Lied Nummer 8. Also. Toll. Mehr kriegt man hier nicht. Soll nicht mal auf Scheißhaus kacken gehen kann man hier oder was? Mann. Nee. Jetzt ist eindeutig viel zu viel Nebel hier. Hm.
mich leer für ein Atoll. Durch den Nebel muss ich meine Maske tragen, aber sonst nicht. Weil dieser Nebel muss ja super gefährlich sein. Erinnert mich dann an The Fog. Du hast gewonnen. Time Rage Wound, okay. Dafür wieder eine Werkbank. Ach, wie schön. Wie schön. Kann ich erstmal das hier mal reparieren? So. Habe ich die Ausrüstung? Verbrauchsmaterialfächer. Mhm. Medipack und so. Nee, das brauche ich nicht. So. Pistol selber. Du bist aber ein bisschen dreckig. Nichts weiter. Auch nicht. Okay. Hier würde ich dann auch gerne noch wieder meine 5 Minuten da drin haben. Ich bin noch mit einem voll. Naja, bis auf das. Ich habe mal eine verkehrte Taste gedrückt. So, und dann haben wir gegen Basilisk. Oh Mann. Wir haben ja nur Alisea und ich überlebt. Oh. Wie kommt das denn? Also, ihr habt nicht aufgepasst. So. Tagebuch einer Wache. 23. Oktober. Ein Auge hat 12 Käfige gebracht. Verschiedene. Aha. 23. Oktober, Vassian hat 8 weitere Käfige gebracht, nur harte Brocken. 5. November, das Boot vom Kater hat die Krüppel alle mitgenommen, außer einem. Er sah krank aus, bewegte sich kaum. Jetzt sitzt er in der Ecke seines Käfigs und glotzt mich an. Verdammter Freak. 6. November, dieser verdammte, kranke Freak hat in der Nacht den Käfig zerbrochen und ist abgehauen. Wir haben nach ihm gesucht, konnten ihn aber nicht finden. Er könnte allerdings auch zurückkommen. Diese Mistviecher sind echt mies. Ans Loch vom Außenzaun habe ich eine Tretmine gelegt. Nur für den Fall. Okay, also merke, da ist irgendwo eine Tretmine. Dante nicht drauftreten. Und dann habe ich sie gefunden und dann kommt Niki von hinten und schubst mich. Ja, ja, ja. Klar, es ist so verlockend. Es war so klar. Es war ja wieder so klar. Wie geht's runter? Oder nicht? Ich hab mich hinter Zoko versteckt und du hinter Fiana. Da brauchten wir nur noch Bu zu rufen und er ist vor Schreck umgefallen. Erklärt aber dann nicht... Ja, okay, doch. Ja. Hm. Wieso kann ich das hier nicht... Hm. Einfach. Ich kann nicht benutzen. So was Bescheuertes. Ist hier auch so still wieder. Ja, definitiv zu still. Oh, da ist Leben. Da ist ein Hase. Shit, back.
sind jetzt sogar zwei. Interessant. Er kommt Leben in die Bude. Ein Mutant weniger. Komme ich eventuell nachher raus? Ja, vermute ich auch. Oder auch nicht, weil ich den Eingang nicht gefunden habe, weil ich alle niedergemäxelt habe, weil ich durch den Haupteingang gehe. Grün. Das Rote ist. Ich finde das so toll, weißt du, du machst einen Schalldämpfer und alle anderen kriegen es auch mit. Nein. Böser Hund. Wir haben halt sehr, sehr gute Ohren. Ja, da frage ich mich, warum dieses Spiel dann ein Schalldämpfer hat, ey. Lalalala, ist nicht verlieben. Fragen sich die Entwickler auch. Hm. Hier noch welche. Das ist toll. Mutanten sind aber leiden und das, was sie damit mit den Mutanten machen, das muss man ja nicht machen. Dann löse ich sie lieber. Seiner. Hushi! Hast du wieder Rühreier? Ja! Ich hatte heute kein Ei, deswegen muss ich Rührei machen.
Versteckt ihr euch eigentlich vor mir oder was macht ihr schon wieder hier? Aber bin ich doch eigentlich nur hier, um Smalltalk zu halten. Das ist voll unhöflich von denen. Wie komme ich denn? Bitte. Die haben anscheinend ungern Besuch. Okay. Hm. Gehe ich wieder raus. Das ist der geheime Geheimgang, den ich von hinten gefunden habe. Kommt es einem halt vor bei den ganzen Zombies? Hm. Hier looten. Was ist denn deine Waffe hin? Bestimmt versteckt, bevor du abgekratzt bist, ne? Klar. Zum Baum rüberschwingen. Nichts los hier. Hier ist echt tote Hose. Voll schlimm. Hier hat er den Draht gespannt. Nämlich. Aber wenigstens hat keiner aufgegeben. Das ist schon mal viel wert. Ach ne, hier ist auch nochmal Draht. Oder Niki war einmal zu oft zu Besuch. Aha, aha. Niki hat sie gewarnt, ja. Ja, anscheinend sind die schon alle stiften gegangen. Das ist schlimm. Was Mut hat Mut? Oh. Da warnt er die einfach. Ich fasse es ja wohl nicht. Irgendwie, da hinten waren wir noch nicht, in der Ecke. Da geht's auch hoch. So. Nix, weiter dahinter. Der kriegt das voll nicht mit, dass sein Hund weg ist. Verdammt! Tja, ich glaube, er hat den Kopf verloren oder verdreht. Bei dem Anblick. Weil die einen neuen Boss haben, den Kater. Ich hab... Verdammt!
Leg dich auf den Arsch! Verdammter Scheidehund! Jo, hier sind noch welche! Eben gerade schon Schweinehund genannt. Fällt hier mal was Neues ein? Dingun-Berserker oder so? Ich kann da nicht durchschießen? Wollte ich ihn doch nicht anders erledigen. Was? Eigentlich gerade so schön das Genick brechen. Ja. Ach, das tötet Menschen. Ah, ich soll weitermachen. Gut, gut, gut. Mach ich das. Wenn das Menschen tötet und ich damit weitermachen soll, dann mach ich das auch. Also soll ich kein heile, heile Gänschen mit denen machen, ja? Okay. Weil dass mir auch keine Beschwerden kommen, ne? Okay. Weißt du, was ich nicht so ganz verstehe? Die hören unten die Schüsse. Obwohl, ich bin mit dem Schalldämpfer. Aber die waren ja auch unten am Grünen und am Meckern und so, ne? Dass die da oben noch sitzen und dann richtig flauschig ihr Käffchen trinken, ne? Also, das ist ein Punkt. Das verstehe ich nicht. Einfach nicht. Das sind halt Kollegenschweine. Also... Hey, die da unten sind erledigt. Hey, ich muss meine Wetten nicht zurückbezahlen. Ironie des Schicksals. Bitte eingemachte Heide. Das ist wertvoll. Ja, ich versuch's. Hundi. Oh Mann, der Hund sah mit der Schnauze aber auch nicht mehr normal aus. Seid ihr dahinter? Ich hab doch alle draußen umgebracht. Entweder wir erschießen dich oder du verhungerst da drin. Und das dauert lange und es war. Also, mach du besser auf, glaub mir. Seh mal, hier ist diese Könnt ihr sie nicht benutzt haben? Neue Klamotten. Hier, da ist eine Fledermaus voll gegen die Scheibe geknallt. Pat, Sam hier. Ich hab die Anzüge. Großartig, Sam. Wir treffen uns am Hauptquartier. Verstanden? Korosho, am Hauptquartier. Sam, Ende. Die Mäuse sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nee. Wie bei Dr. Doolittle. Eine neue Maske. Cool. Das ist eine chillige Werkbank. Soll ich mal gucken, was das für eine Maske ist. Spezialfilter. Diese Filter nutzen Fasermaterial zum Filtern und können daher mehr Schadstoffe aufnehmen als die üblichen Filter. Ihre Lebensdauer erhöhen sich damit. Oh, cool. Bin ich ja nicht verkehrt. So, erstmal schnell noch sauber machen. Jetzt gerade so ein bisschen geballert. Hier noch ein Medikit herstellen. Das noch schnell zerlegen. Da ist voll, da ist voll. Da ist jetzt auch voll. Da ist auch alles voll. Sehr schön. Jetzt können wir.
Also, Notiz vom Boss. Ich schreibe das, um diesen bescheuerten Diskussionen ein Ende zu bereiten. Thierry ist ein dreckiger Dieb. Er hat eine Munitionskiste von der letzten Lieferung geklaut. NASA hat wirklich gute Arbeit geleistet, den Mistkerl auffliegen zu lassen, und dafür hat er die Kiste als Belohnung bekommen. Schweif, der NASA aufgeschlitzt hat, ist ein feiger Hund und er weiß, dass er jetzt am Arsch ist, deshalb ist er weggelaufen. Die Pflicht eines jeden respektablen Mannes sollte es sein, den Mistkerl bei sich Kontakt abzuknallen. Boah, was für krass. Wenn euch nur einer von diesen Scheißern hierher zurückgekrochen kommt, wird er erschossen. Die Wachen auf den Turm werden alle 2 Stunden abgelöst, nachts sogar stündlich. Und zwar bis Seraph die 2 Mistkerle gefressen hat. Sollte ein Wächter das Nachtsichtgerät verlieren oder kaputt machen, ist er tot wie ein Schnitzel. Das ist nämlich unsere letztes Eule. Was nehmen die denn da für Namen? Mann, irgendwann heißt einer Butterbrötchen mit Schnitzel oder was? Einer heißt Butterbrot, der andere heißt Butter. Banane möchte zwischen den Sandwich rumlaufen. Eieieiei. Nein, komm, jetzt nichts Neues dazu. Obwohl, ist das auch so ein bisschen blöd. Es wird immer angezeigt, dass was Neues dazugekommen ist, und dann ist doch nichts Neues dazugekommen. Geh mal zu Hause? Geh mal zu Hause, das werden wir gleich feststellen. Erstmal wieder. Knoblauch Hack als Name und Dante ist nur noch am Schlucken. Ah. Oh. Da ist er, da oben. Er will zur Seilrutsche. Ach, da ist einer. Wie scheiße denn daher? Die Spätschicht ist angerückt. Noch jemand auf mich schießen? Ja, wenn ich jetzt darüber gehe, dann weiß ich echt nicht, was das mit dem blauen, mit dem. Aber ich habe jetzt da auch keinen Weg irgendwie nach unten gesehen gehabt, oder? Einzige, wo ich jetzt einen Weg nach unten gehabt hatte mit Treppen, bin ich ja jetzt gerade nicht lang, weil ich ja nach oben bin. Weil dass der das da auch nicht weggeräumt hat oder so, weißt du? Das ist ja nicht schwer. Hier bin ich rausgekommen und dann hätte man jetzt hier auch nach unten gehen können. Ah, siehst du? Blut ist noch hier. Ah, raus? Ah. Ich komme jetzt hier eh nicht mehr weg. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich habe aber jetzt auch keinen Weg gesehen gehabt oder so. Was jetzt darauf hingedeutet hätte, dass man da jetzt durch dieses Loch da kommt.
Vielleicht gibt es keinen Weg. Ja, oder vielleicht von Anfang an einen anderen Weg. Um überhaupt dorthin zu kommen. Oh, Tirini, Hauptschlosser. Bin nochmal weg. Tschüss. Ich bin ein staatlich geprüfter Feuerwehrmann. Wo soll ich jetzt hin? Jetzt da? Ah ja, okay, ich muss aber hochlatschen. Ah! Gerade wo man es hört. Ah. Ach, ich bin auf eine Mine getreten. So ein Scheißdreck. Ach, Mist. Du kannst kommen.